Wetter zwar blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollys mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und Marsch aus Kreuzberg raus. Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und 4 Monate später stand in Springers heißem Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollys sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Fragt Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das auch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Bethanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Denn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch erstmal Schmidt und Preis und Mosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus.